Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The Coma Recut. Wir befinden uns, wie immer, wenn wir uns entspannt ausruhen wollen, in der Cafeteria, wo es keinen Kaffee für uns gibt, wollte ich mal so erwähnen. Der Noteman hatte uns hier, das kennen wir ja schon, ich versuch's immer mal wieder, ne? Ablenken. Könnt ihr was Neues finden? Ist übrigens gerade unglaublich, ich frage mich, ob wir hier irgendwann noch Notizen finden werden. Übrigens gerade eine ganz wunderbare Zeit zum Aufnehmen. Es ist Nacht und meine Nachbarn poltern ein bisschen. Ich werde mich vermutlich allein wegen dem Gepolter hin und wieder erschrecken. Wir müssen in den Underground Storage und ich frage mich gerade, wie. Wir könnten versuchen, über 3B zum Geology Lab zu kommen. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, nicht hier in die Mitte kommen. Ist das Gepoltere hier im Spiel oder tatsächlich von meinen Nachbarn? Das Ding ist, wenn oben die rumtrampeln, dann hört man das hier unten natürlich. Und die trampeln heute wirklich schon den ganzen Abend. Und jetzt ist es Nacht, also nach 11 Uhr nachts. Ich bezeichne das jetzt mal als Nacht und es trampelt immer noch. Es ist wunderschön gerade. Falls das nicht geht, ich würde erstmal versuchen, in 3B zu kommen, damit wir ins Geology Lab, Laboratory, also ins Geologielabor kommen. Dann würde ich versuchen, eventuell hier rüber zu laufen und da nach unten. Falls das nicht geht. Falls es nicht funktioniert, können wir immer noch versuchen, ob wir die Treppen hier ganz nach unten nehmen können. Das würde eventuell funktionieren. Eventuell probiere ich auch einfach das gleich, dass wir nach 3B gehen. Da können wir auf jeden Fall einmal kurz sicher sein. Das weiß ich. Und dann 1, 2, 3 Treppen nach unten gehen. Oh, wir werden bestimmt... Bestimmt steht sie gleich wieder da vorne. Dann lasse ich mich wieder sterben. Okay, raus mit uns. Wurde eigentlich die Musik schlimmer? Ah. Nein, warum? Oh. Habe ich mir schon... Die kam gerade von der anderen Seite, oder? Moment, ich werde mal laden. Tut mir leid, ich lade jetzt erstmal. Das war das hier, glaube ich. Oh. Ich weiß, ist nicht ganz fair, wenn ich immer wieder lade, aber... Ist nicht ganz Sinn und Zweck des Ganzen, aber ich erschrecke mich da immer so. Ich kam jetzt gerade von links, oder? Das heißt, ich bin voll in die reingerannt. Okay. Oh, die wird jetzt immer noch dastehen, ich weiß es. Moment, wenn wir hier einmal gucken, schnell. Wir könnten theoretisch hier auch direkt zweimal runtergehen und hier vorbei. Oder aber wir laufen hier runter. Wenn die jetzt links von uns ist, also... Wie soll die überhaupt links von uns sein? Müsste ja dann die Treppe hochgekommen sein. Läuft die überhaupt richtig oder teleportiert die sich? Wir können natürlich auch versuchen, 1, 2... Einfach, wenn wir hier rauskommen, Moment, wir sind hier auf 3B. Einmal nach unten zu gehen und dann hier die Staff Lounge durchzugucken. Und uns so dann langsam vorzuarbeiten. Das Problem ist, hier gibt es überall keinen Speicherpunkt, außer hier. Und den benutze ich nicht gerne, weil er draußen ist. Okay. Oder ich versuche mal einfach, mich dann hinzuknien. Ihr wisst schon. Jetzt mal leise. Das war gerade übrigens doof, aber ich wollte hier rein. Ich habe den nämlich, glaube ich, draußen hin und her laufen gehört. Hier drin ist aber wieder Gemüse irgendwo, oder? Hier auf jeden Fall. Moment, hier ist was. Aber wenn hier noch abgeschlossen war, ein Coin, das ist gut. Und hier ist auf jeden Fall auch noch abgeschlossen. Wasserflasche, das Unnötige. Was steht hier? Wir sind besser als du. Aha. Okay, was für ein Motto. Ich werde mal hier auf jeden Fall auch aufschließen. Unlocked, okay. Vielleicht... Warte, war hier was? Nichts Nützliches hier. Was haben wir hier für Fenster? Die Bücher dieses Kerls sind voller Notizen. Es sieht aus, als hätte er ein System, wo er verschiedenfarbige Stifte benutzt. Und so Dinge zu hervorzuheben. I've never seen so much marginal here. Okay. Ich habe noch nie so etwas Marginales gesehen. Was haben wir hier noch? You may be at the top of your class at Seva. Also du bist vielleicht in der Seva an der Spitze deiner Klasse. At tops. Aber wenn es darum geht, um Positionen an den besten Schulen zu konkurrieren,
die zu den besten Jobs führen, dann hast du das ganze Land als Konkurrenz. Behalte das im Kopf. Geninkam. Solltet ihr mal irgendwie das Bedürfnis haben, euch auszuruhen oder so? Wollt ihr Videospiele spielen? Die Welt bereisen? Ihr könnt das alles tun und das genießen, wenn ihr es erstmal in eine der Top-Schulen geschafft habt. Versaut es einfach nicht. Note this close to the finish line. Ach so, nicht so nah an der Ziellinie. I'm sure you will be... You will all do the school, your teachers and your parents. Ich bin sicher, ihr werdet alle eure Schule, eure Lehrer und eure Eltern stolz machen. Fail a single subject in this final and there are always harder working students happy to take your seat. Aber versagt nur in einem einzigen Fach in diesen Abschlussprüfungen und es wird immer einen anderen Schüler geben, der glücklich ist, euren Platz einzunehmen. Okay. Nice rallying cry. Way to make your troops feel disposable. Also eine nette Motivationsrede. So sorgt man dafür, dass deine Truppen sich austauschbar fühlen. Was haben wir eigentlich hier? Nee. Ich wollte eigentlich... Etwas stimmt hier nicht. Ich wollte eigentlich das hier angucken. Ach, da gibt's auch noch das. Okay. Wir sind jetzt gerade in 3B. Ich habe so Angst. Ich will nicht raus. Wir werden jetzt rausgehen und ich werde einfach mal schauen, dass wir... Hier wäre der Tunnel. Und hier kommen wir nicht durch. Puh. Okay, hier kommen wir aber durch. Ich mach mal gerade das Licht an, dass wir hier nicht unangenehm überrascht werden. Außerdem könnte hier ja wieder irgendwas sein. Da ist der Tunnel. Und hier vorne ist leider keine Treppe, bei der wir rauskommen. Das heißt, wir würden jetzt hier im Geologie... Ich versuche mal, ob wir hier eventuell zu diesem am Security Office vorbeikommen. Ich versuch's mal. Wo sind wir gerade? Geologielabor. Ich werde schauen, ob wir hinten einen Ausgang haben. Oder ob wir schon... Warte mal, hier sind... Antidot, okay. Ja, so Trails of anything. Nichts auf diesem Board macht... Auf dieser Tafel macht Sinn. Es ist alles zu schwierig. Und was sie haben? Okay, das haben wir, glaube ich, auch schon uns angeschaut. Wenn also die... Moment. Wenn also die richtige Türe irgendwo ist, dann ist sie da. Ich hoffe, wir können die speichern. Moment, dann machen wir das nochmal ganz kurz. Ich würde sagen, wir überspeichern das hier. Ja, bitte. Um Gottes Willen, bitte. Oh, ich habe so Angst. Was? Ist es abgeschlossen? Warum ist es abgeschlossen? Okay, das Problem ist jetzt, wir können hier raus und dann hier die Treppe hoch. Und dann hier uns langsam durcharbeiten. Das könnten wir versuchen. Ist zwar eigentlich dann total unnötig. Wobei, es ist nicht unnötig. Wir kamen hier ja nicht durch, richtig? Okay, das heißt, ich mache jetzt die Taschenlampe aus und wir werden versuchen, jetzt rechts nach oben zu gehen. Ich gehe immer ganz kurz hier rein. Wir sind jetzt hier. Wir müssen am Staffroom vorbei und hier kommen wir auf jeden Fall durch. Die Treppe hier ist da. Ich werde versuchen, hier vorne zu speichern, wenn wir uns vorbeischleichen, auf einem anderen Speicherplatz. Und dann gucken wir, dass wir nach unten... Ich bin sicher, im Underground Storage sind auch Dinge, die ich gar nicht will, dass sie da sind. Und ich werde leise sein. Für den Fall, dass die Olle irgendwo ist. Oh Gott, ich habe Angst. Wir speichern mal kurz. Wo speichern wir? Wir speichern mal schnell hier. Ja, bitte. Geh. So, und wir sind fast da, theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da drin verstecken könnten. Au, das ist jetzt... Oh, toll. Ich lass die mal machen. Ich lass die mal eben machen, ja? Wie doof war das denn jetzt eigentlich? Okay. Okay. Wir schleichen weiter und hoffen einfach, dass wir... Könnte ich mich hier... Nee, könnte ich mich gar nicht verstecken. Wie doof war das denn bitte jetzt gerade? Runterkommen und dann steht die da direkt. Das finde ich ein bisschen unfair.
Sie ist hier in der Nähe. Ich höre ihre Schritte. Oh oh. Nein, geh da weg! Lauf weiter! Geh da hoch! Warum ist denn die jetzt schon wieder hier? Ah, komm doch nicht um. Wir sind vergiftet und gekratzt. Was ist das alles passiert? Okay, hier wieder. Ich weiß, die ist in der Nähe. Die ist, wenn wir da rüber... Ich laufe jetzt mal schnell. Hoppala. Das Problem ist, ich höre ihre Fußschritte, ihre Schritte. Ich drück doch. Hallo, hier runter. Okay. Abgeschlossen. Hier unten ist es totenstill. Personal Only. Okay, hier dürfen wir uns unten also gar nicht aufhalten. Ich mach mal eben das Licht an. Nee, du sollst eigentlich nur da durch und die Taschenlampe ausmachen. Warum steht denn der jetzt plötzlich hier? Hallo? Warum? Was macht der hier? Der war doch wo ganz anders. Also, wo? Seo, was tust du hier? Oh, keine Zeit zu reden, ich bin beschäftigt. Wo ist es? Wo ist es? Hey, beruhig dich, Alter. Nach was suchst du denn? Lass mich dir helfen. Das geht dich nichts an. Ach du hier. Okay, okay. Immer mit der Ruhe, Alter. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Er sieht aus, als hätte er den Verstand verloren. Wo ist es? Verdammt. Keine Zeit, keine Zeit. Es ist fast vorbei. Nein, nein. Geht weg von mir. Du kannst das nicht tun. Nicht für mich. Geh weg. Ich befehle es dir. Geh weg. Huh? Was ist das? Finally? Jungho? Also Seho? Was? Was zur Hölle passiert hier gerade? Oh, wir können hier speichern. Das machen wir doch gleich mal. Wo speichern wir? Wir speichern. Hier speichern wir. Ja, bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Deswegen... Hallo? Seho? Geh weg von ihm. Was bist du? Oh, The Shade, okay. Noch ein Eindringling. Ihr Leute nennt mich The Shade. Ich weiß, es ist nicht Shadow, aber ich würde es trotzdem mal sagen, den Schatten. Es sieht mir nämlich wie so ein Schatten aus. Oder die Gestalt. Seo, beruhig dich, Alter. Dein Freund ist weg. Sein Mund, seine Zunge und seine ganze Welt gehören jetzt mir. Oh Gott, ich denke, Seo ist besessen. Es spricht mit seiner Stimme. Lass ihn in Ruhe. Was willst du von uns? Ich nehme mir, was ich möchte. Ich möchte den Körper dieses dummen Jungen. Also habe ich ihn genommen. Er gehört jetzt mir. Okay, hör einfach auf. Du bist krank. Bitte, warum lässt du ihn nicht in Ruhe? Ruhig, Junge. Es ist jetzt an der Zeit, dass ich Fragen stelle. Warum bist du hier? Ich habe dich nie eingeladen. Woher soll ich das wissen? Ich bin hier einfach aufgewacht. Seltsam. Kein Geisterjäger. Dieser hier ist keine Gefahr, nicht wahr? Was könnte ich von ihm wollen? Er ist nur ein Besucher in unserer Welt. Verschwende nicht meine Zeit. Verschwinde. Findest du Corfi? Mein Haustier kommt, um dich zu verschlingen, wie auch die anderen. Sprichst du über Miss Song? Oh ja. Ist sie nicht wunderschön? Aber die Zeit, sich zu unterhalten, ist vorbei. Du unterbrichst mein Essen. Nein. Ach. Warte. Wo ist es? Du fetter, rumschnüffelnder Idiot. Wo ist die andere Hälfte des Relikts? Dummer Junge.
Was für ein Relikt? Eindringling. Vielleicht kannst du dich selbst nützlich machen. Assistiere mir. Und ich werde euch beiden eine sichere Heimkehr versprechen. Dein fetter Freund hier hat einen Teil meines Relikts verloren. Suche auf dem vierten... Suche in den Toiletten auf dem vierten, im vierten Stock, wo er sich versteckt hat. Dort muss es sein. Bring es zu mir zurück. Sie hat nach etwas gesucht, genau gerade als ich ihn gefunden hatte. Ist es das, was sie will? Und wenn es das ist, warum will sie es so verzweifelt haben? Okay, ich komme hier auch nicht vorbei. Ich speichere mal ganz kurz hier nochmal, einfach damit wir die Unterhaltung hinter uns haben. Hier habe ich gespeichert, ne? Gut, einfach damit wir das nach der Unterhaltung jetzt haben. So. Wir müssen jetzt also in den vierten Stock... Oh, warte mal, hier ist was. Eine Notiz, die lesen wir gleich. Dieses Paket kommt aus dem Computerlabor. Es ist voll mit Computerequipment und Kabeln. Okay, wir lesen jetzt aber erstmal ganz kurz die... Upsala, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Taschenlampe ausmachen. Die Notiz lesen wir kurz. The first negotiation, also die erste Verhandlung. Seho schreibt wieder, sie hat mir gesagt, ich könnte auch Magie erlernen. Ich meine, wer ist nicht fasziniert davon, solche Kräfte zu besitzen? Ich würde jedem Mobber in den Hintern treten, der sich je mit mir angelegt hat. Oder vielleicht würde ich mir Reichtum und Ruhm verdienen, indem ich Wunder bewirke mit meinen Feuerbällen. Sie sagte, es gäbe nur eine Sache, die sie als Gegenleistung wollte. Und ich glaube, wir wissen, was das ist. Nämlich das, was er da oben gesucht hat in der Toilette. Ich will eben nur noch mal gucken, wir haben sonst nichts. Und hier komme ich eben auch nicht vorbei. Okay, das ist alles ganz böse gerade. Wir müssen in den vierten Stock. Wir könnten versuchen, ob wir das hier schaffen. Eins, zwei, ob wir einfach die Treppen eiskalt nach oben gehen können. Wenn das funktioniert, wäre das super. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen unschön. Okay, wir müssen viermal die Treppe hoch. Eins. Geh da hoch. Wir versuchen einfach mal, ob wir es schaffen. Nein, warum blockiert da was den Weg? Geh da rein. Locked tight. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, bis wir uns wiederholt haben. Aber es hat ja schon mal soweit ganz gut geklappt gerade. Uff, wenn ich gerade übrigens ein bisschen weniger rede, das liegt wirklich nur daran, dass ich A, angespannt bin und B, nicht möchte, dass ich sie versehentlich überhöre. Denn man hört sie tatsächlich, wenn sie nachgereinigt kommt. Hatten wir diese Notiz hier schon? Okay, was macht Mrs. Song hier und warum zur Hölle hat sie angefangen, mich zu jagen? Ich muss den nächstgelegenen Ritualort finden. Irgendwas ist definitiv falsch hier, Seo. Das hatten wir letztes Mal noch nicht, oder? Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, definitiv noch nicht. So, ich versuche mal hier. Seo war hier. Ich frage mich, ob der irgendetwas fallen gelassen hat. Das sieht aus wie Seos Notiz. Yep. Kein Zweifel, das ist sie. Es ist definitiv seine beschissene Handschrift. Jetzt müssten wir also eine Notiz von ihm haben. Geh mal bitte auf deinen Back. Ich wollte eigentlich das hier angucken. How to control her. Also wie man sie kontrolliert. Stabilität ist der Paramount, vermutlich der Hauptfaktor. Ohne sie werde ich sie verlieren. Mir gehen die Optionen aus. Ich habe jeden möglichen Ritualort mit roter Farbe markiert. It is only by playing the recorder at one of these ritual sites. Nur indem ich den Rekorder, also die Aufnahme bei einer dieser Ritualorte ausführe, kann ich sie beruhigen. Dennoch gibt es einige Orte, die ich lieber vermeiden würde. The smell of that one class still gives me a headache. Der Geruch in diesem einen Zimmer sorgt bei mir immer noch für Kopfschmerzen. Okay. Haben wir hier irgendwas, wo wir... Nee, es ist nichts markiert. Was mache ich jetzt Schönes damit, mit diesem Wissen?
Ich würde ehrlich gesagt einmal ganz kurz gucken, ob wir eventuell Yasol dazu befragen können. Das wiederum würde bedeuten, ich müsste es jetzt lebendig eine Treppe runter und dann nach links schaffen. Ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Nee, wo bin ich denn jetzt? Hoppala, falsche Seite. Eins so runter und dann direkt ins. Ja, Entschuldigung. Uff. Ganz ehrlich. Ich würde ja den Noteman oder eben Yasol dazu befragen. Wenn ich mal so ganz, ganz direkt sein darf. Yasol war, glaube ich, in unserem Klassenzimmer, oder? Ich würde hier nochmal ganz kurz speichern. Nur für den Fall, dass wir auch komplett falsch laufen. Moment, was habe ich jetzt? Ich überspeichere so viel. Ich überspeichere jetzt einfach das hier oben. Das ist leicht zu finden wieder. So. Für den Fall nämlich, dass es jetzt überhaupt nichts bringt und ich sie nicht finde. Sie war, glaube ich, hier in unserem Klassenzimmer. Das heißt, ich gehe jetzt rüber, eins runter und versuche dann einfach dahin zu kommen. Diese Musik hier immer furchtbar. Das ist 1F, das heißt, wir müssen eigentlich noch eins weiter. In der Hoffnung, dass sie dann da überhaupt noch ist. Bin ich jetzt in meinem Klassenzimmer? Ich bin in meinem Klassenzimmer, sehr schön. Hier war sie vorher nicht. Oh nein, sie ist natürlich nicht mehr da. Dankeschön. Warum nicht? Ist gerade eigentlich nach Laden. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll als nächstes. Eventuell müsste ich jetzt auch einfach wieder zurück zu der. Das heißt, wir versuchen mal zurückzulaufen. Wieder nach rechts und wieder eins hoch. Es war ein Versuch wert, sie zu finden. Aber warte mal, er hat irgendwas mit F gesagt. Ach nee, das war ja einfach nur, dass wir im vierten Stock in der Toilette was suchen sollten. Warte mal, da steht auch nichts Neues bei der Notiz, oder? Nein. Ich glaube, die Notizen werden nicht ausgetauscht. Es kämen höchstens neue dazu. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo wir jetzt hingehen. Wir könnten wieder versuchen, denselben Weg wie eben zu nehmen. Das heißt, wir laufen jetzt wieder. Nee, kann ich nicht. Wie bin ich denn da gerade eben wieder hochgelaufen? Ich laufe wieder hier eine Treppe runter. Und dann wieder hier in der Mitte durch und dann wieder zwei nach unten. Das wäre vermutlich das, was ich am ehesten versuchen sollte, oder? Also, eine Treppe runter und dann. Oh Gott, die werden so sterben. Ich habe Angst. Ich will aber auch wissen, was weiter passiert, wenn ich ehrlich bin. So. Ich habe immer das Gefühl, es sind Dinge, die nicht gut sind für uns. Und wir in der Mitte sind zweimal nach unten. Wenn ich das noch richtig weiß. Glaube ich. Was steht hier eigentlich? Also ich denke, sie ist weg. Ich kann nicht glauben, dass das so beim Song nicht funktioniert. Ich muss den Schatten rufen. Jetzt. Wait, where's the part? Warte, wo ist das Teil? Wo ist es? Es muss irgendwo im Storage Room, also ja, in diesem Aufent in diesem Schuppen sein. Ey, 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 das ist unfair. Geh da rein. Ganz ehrlich, ich hasse es so, wenn das passiert. Okay. Geh weg von ihm. Verschwinde, oder unser Deal ist Geschichte. Aber ich hab doch gerade eben. Och, Menno. Ich weiß doch gar nicht, wo ich jetzt hin. Oh, wo soll ich denn als nächstes hin? Moment, ich lese mal eben nochmal die Notiz und dann laden wir eventuell einfach. That one class, aber welche eine Klasse denn? Ist es vielleicht auf irgendwas im vierten Stock oben? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, hier ist die Karte. Welches Klassenzimmer könnte das sein? Und er meint vermutlich im Main Building, weil er hier war. Hier sind Studies und hier sind Klassenzimmer. Aber welches Klassenzimmer könnte er meinen?
Da bin ich gerade etwas überfordert und ich finde es gerade sehr un. Ich finde es immer so unfair, dass man beim Lesen dann auch nicht. Jetzt hat er so langsam reagiert, das ist doof. Deswegen würde ich fast. Da es uns absolut nichts gebracht hat, hier runterzugehen, würde ich jetzt fast lieber nochmal laden in der Cafeteria und von da aus dann versuchen, das richtige Klassenzimmer zu finden. Ich könnte mir auch mal versuchen, mich dran zu erinnern. Hatten wir irgendwo ein Klassenzimmer, wo irgendwas Ominöses passiert ist? Haben wir hier irgendwelche Hinweise? Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Ich könnte mal was probieren. Wir haben hier doch. Wir haben doch einige Sachen von ihm. Hat er hier irgendwann ein Klassenzimmer erwähnt? Mal hier kurz. Nein. Nein, nein. Wir wissen schon mal, es kann nicht unser Klassenzimmer gewesen sein, denn da sind wir ja schon gewesen. How to control Shadows of the Living. War aber auch nicht. Hidden Secrets war es auch nicht. Auch nicht. Elite Class, Authorities, Medical Center, Study Room. Es wird nirgendwo ein Klassenzimmer, ein spezifisches, erwähnt. Das Reply, das waren diese Dinger. Counseling Report, Band-Aid. Nee, es wird, glaube ich, wirklich nirgendwo. Nirgendwo auch nur mit einem Wort ein Klassenzimmer erwähnt. Deswegen, ich bin fast versucht. Ich würde sagen, ich mache es an der Stelle. Die tut uns aber auch nichts, ne? Nee, nee, die. Die tut uns auch nichts. Das ist einfach nur ein sehr, sehr böses Ding. Oh, das sieht so creepy aus, oder? Ich weiß nicht, ob wir da. Ich weiß auch nicht, wie viel ich davon halten soll, dass sie sagt, sie wird uns sicher hier rausbringen, wenn wir ihr helfen. Irgendwie glaube ich das nicht. Aber wie kann man sich überhaupt mit sowas einlassen? Also ich würde sagen, ich lade nächstes Mal unseren Spielstand wieder in der Cafeteria, damit ich einfach hier kein Leben verliere. Oder was haben wir denn in unserer Tasche? Nee, wir haben hier nichts. Stops bleeding, more health. Ich glaube, das ist alles mehr, als wir gerade brauchen und ich möchte es einfach nicht verschwenden. Deswegen lade ich nächstes Mal einfach in der Cafeteria wieder und wir suchen dann Klassenzimmer durch, ne? Es tut mir jetzt leid, wenn ich das so ein bisschen, wenn ich da ein bisschen schummle und einfach sage, komm, ich lade wieder, wenn sie uns erwischt hat, aber ich finde das wirklich, ich finde das immer so doof, wenn sie dann plötzlich hinter einem steht und der hat da ein bisschen langsam reagiert, weil ich dachte, wir würden dann schon reinkommen. Was ich jetzt übrigens hier noch ganz gerne gucken würde, das wäre, wenn wir sowieso schon nächstes Mal laden, was ich locked. Okay, restricted. Okay, das hatten wir. Ob da noch irgendwo. Wo ist es? Es muss irgendwo im. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay, hier war es ja. Na gut, wie gesagt, ich lade dann einfach wieder hier in der Cafeteria nächstes Mal und dann schauen wir mal, welches Klassenzimmer er meint. Oder vielleicht fällt es mir ja auch wieder ein. Das könnte auch sein. Bis dahin sage ich jetzt einfach schon mal danke dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich bleib doch nicht hier draußen stehen. Danke schon mal dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, wenn wir dann versuchen, uns mit dem Shade hier irgendwie gut zu stellen. Das ist eine weibliche Schülerin übrigens mal gewesen, wie es aussieht. Oder vielleicht hat Seo ihr auch nur die Form einer weiblichen Schülerin geben wollen. Auf jeden Fall sehe ich da die Überreste eines Rockes und die gute Sabbat ein bisschen schwarzes Zeug. Wie gesagt, vielleicht hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht euch bis dahin einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und ich sag einfach mal, bye bye.